Bam, 11 Uhr morgens und voll auf die Fresse jetzt. Okay, zumindest in-game. Wer spielt um 11 Uhr schon Fußball, ey? Vollkommen bekloppt. Ab geht's gegen Inter im Leipziger 6-Mann-Turnier, was natürlich schon extrem episch ist. Und von der Aufstellung her werde ich da... Wir haben mir schon genau überlegt, wie ich das machen möchte. Und zwar werde ich Phoenix mit Schromm tauschen, Phoenix mit Pippo und Pippo mit Kaiser. Und dann heißt es erstmal Bam, weil das ist nämlich genau die Aufstellung, die ich haben möchte. Und wir spielen gegen Emmy, Serge, W, Boot, Sergman und Jay Weidenfeller. Da bin ich mal gespannt. Die Kuppel, wir spielen in der Kuppel, das gefällt mir. Weil die Kuppel ist eigentlich eine sehr, 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 sehr geile Halle. Und da freue ich mich jetzt direkt drauf. Wie gesagt, 6er Turnier hatten wir ja noch nie. Mal sehen, wie groß da jetzt die Halle ist, was für ein Getummel da ist, weil... Okay, sieht schon groß und geil aus. Doch, also in der Kuppel haben wir ja schon mal gespielt. Genau, das war schon groß, ey. Oder ist es doch nicht unser erstes 6-Mann? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oh. Ich merke auf jeden Fall jetzt schon, dass es sich komplett anders spielt. Oh, und aufgrund der etwas größeren Fläche, das mir eigentlich sehr gut gefällt... könnte man ja rein theoretisch auch mal endlich ein Seitfallziertor machen. Also die Spieler bewegen sich ja auch deutlich langsamer, als sie es sonst tun. Und es gibt Fouls. Was wohl eben an dieser großen Halle liegt. Oh, die ist verdammt groß, also da muss man sich echt hart umstellen. So, jetzt habe ich den Platz. Einmal noch einen Übersteiger und dann einfach reinschieben. Naja, nicht ganz. Oh, sehr geiler Pass auf Sergman. Das muss ich, Sergman. Wie auch immer, das muss ich mal lassen. Und jetzt schauen wir mal. So, Schromm in den Lauf von Schromm. Und dann haut er den Nein. Oder auch nicht. Bitter, dass Kaiser hier nicht zum Abschluss am Ende kommt. Ja gut, ich hätte vielleicht nochmal schießen sollen, aber... Jetzt ist auch schon wurscht. Boah, ey, das spielt sich so anders. Boah, das war riskant, Muschi. Das ist echt verrückt. Wunderbar. Ah, das war ein Foul, aber hoffentlich vom Gegner. Ja, so ist es auch. So, Wolf einmal komplett rüber auf Pippo. Der dann jetzt hier... Oh, irgendwie einfach stehen bleibt. Schade eigentlich. Was machen wir da jetzt? Na, ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Hat er auch nicht. Es war eigentlich eher ein Pass. Lieber ein starker Schuss von hinten. Der war gar nicht mal so schlecht gedacht. Nur leider war da natürlich der Torhüter einen Ticken besser. Und jetzt... Wieder klappt das Volley nicht, ey. Also... Volley klappt, wenn man sich selber auflegt. Also quasi mit Jonglieren. Das geht gut. Also zum Beispiel... Oh, ja. So nicht. Das war jetzt nicht gerade das Paradebeispiel. So Vorführeffekt und so. So, langer Pass in Lauf. Das wäre geil. Und jetzt... Ja, macht er halt so. Das geht natürlich auch. Das war nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Ah, verdammt. Ich komme hier nicht an den Ball. Das ist natürlich schon bitter, dass es jetzt 0:0 steht bisher. Wahrscheinlich... Liege ich auch gleich noch hinten. Ne? Wird mir ja alles zutrauen irgendwie. Ah, geh weiter. Oh, verdammt, das war gut. Und ja, wenn man natürlich daneben grätscht, Muschi, dann muss man sich nicht wundern, wenn er den dann doch reinsetzt. Okay, das heißt, ich werde jetzt erstmal hier schauen, dass ich mir jetzt irgendwo, zum Beispiel jetzt Kaiser, lupfen, vorbeigehen. Nein, tut, es klappt nicht. Ist interessant, vielleicht stehe ich doch zu nah am Gegner dran. Und wenn er jetzt passt, dann, ja, da habe ich... Da bin ich Gott sei Dank sehr gut jetzt hier mit Schromm in der Abwehr gestanden. Okay, komm. Wow! Tana fetzt erstmal voll auf die Fresse. Und dass der Pass nicht durchgeht, war klar. Aber jetzt könnte man noch so schnell den Ausgleich schaffen. Ich pack's nicht, ey. Pfosten. Und dann kommt der nicht an den Ball. Da skill ich extra auf Geschwindigkeit. Und dann ist er da am Ende zu langsam. Das war jetzt natürlich bitter, Gott sei Dank nur Ende der ersten Halbzeit. Ich hätte mich derbe aufgeregt, wenn das der letzte Schuss gewesen wäre und der wäre an den Pfosten gegangen. Das 1:0, das drehen wir aber schon. Ach komm, das willst du faul nennen? Ich nenne das lächerlich. Nein, ich glaube nicht. Jetzt sind wir aber leider... Ohohoho. Mach da hin! Boah, Gott sei... Okay, ich nehme es zurück. Das war natürlich... Ich habe damit nicht gerechnet, dass Muschi den Ball erst annehmen will. Ja, dass ich da natürlich hängen bleibe. Beziehungsweise, ja, da an, da, ey. Mit anschließendem...
ja, da war der Gegner halt einfach im Weg. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Jetzt muss ich natürlich Gas geben. Weil schön getunnelt. Was machen wir jetzt? Pass. Und da, wo schießt du denn hin? Kaiser, du kannst ihn doch normalerweise gleich reinsetzen. War er auch verwirrt von dem großen Spielfeld? Schon wieder, ich glaub's aber auch. Jetzt donnert er den wahrscheinlich auch noch direkt rein. Nein, Gott sei Dank passt er nur. Was natürlich nicht heißt, dass er nicht den trotzdem noch verwandeln kann. Komm, nimm ihn den Ball ab. Setz ihn irgendwie in Bedrängnis. Oh, jetzt kommt er da durch. Oh, Gott sei Dank, da war Muschi noch dran. Und jetzt einfach nur vorbei und rein. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, Schrauben, ruhig, ruhig, ruhig. Schön hoch. In den Lauf. Und nochmal, komm nachsetzen. Kaiser, geht doch. Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt immerhin schon mal 2-1 draus gemacht. Das geht ja noch, das geht ja noch. Okay, und jetzt direkt in den Lauf, oder? Ja, Big Schneuz, den Einkommen. Macht dich lang, aber leider hat der Torwart dann natürlich einen Vorteil, wenn er mit den Händen hinspringen kann. Das ist ja wohl klar. Und jetzt gammeln wir da hinten mit Search rum. Ich glaub's doch nicht. Okay, dann eben. Oh, nice, wie er mich da stehen lässt. Ah, nee. Was ist da los? Alle versuchen irgendwie an den Ball zu kommen, aber letztendlich steht er nur dumm da. Und jetzt wird dann wird klar von Schramm zu Fall gebracht. Da brauchen wir natürlich nicht drüber diskutieren. Das war klares Foul. Werden die da Fouls hier eigentlich auch? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Auch über der Halbzeit wieder gelöscht quasi. Komm jetzt. Ja. Und jetzt lang. In den Lauf. Gut. Jetzt noch. Okay. Ja, was zur Hölle war denn da? Jo, der andere. Ey, was für Glitches hier teilweise sind, wenn der Gegner mal am Boden liegt oder irgendwas in der Luft macht. Das ist ja schon fast nicht mehr feierlich, ne? Da haben sie irgendwie bei der Entwicklung. Oh, Gott sei Dank haben wir das noch verhindert. Nicht ganz was so hingekriegt. Oh, schade. Und jetzt macht er den Übersteiger nicht durch die Beine. Scheiße. Und jetzt war es ein Foul vom Gegner. Na, wenigstens das. Und jetzt. Ah, verdammt. Nicht, nee, nee, nicht. Ach, fuck. Jetzt müssen wir schauen. Was mache ich jetzt mit Big? Komm mal du nach hier. Ah, jetzt nochmal einmal komplett rüber. Oh, schade, da war der Torwart dran. Hat er gut aufgepasst. Und jetzt hat er aber. Shit, ist er gleich vorbei? Verdammt. Verdammt, ja, abgefangen. Nein. Foul, hallo, Foul. Warum war das jetzt bitte kein Foul? Der Gegner hat mich doch hier gerade offensichtlich gefoult. Oh, das ist natürlich bitter, jetzt auf leicht zu verlieren. Gut, dass wir nur auf leicht spielen. Aber ich muss jetzt auch erstmal reinkommen in den Modus. Ich kenne den ja jetzt so nicht. Es spielt sich wirklich komplett anders, als wenn du ein kleines Feld hast. Wirklich komplett anders, Leute. Das müsst ihr euch mal geben. Ja. Blöd. Das lief beim ersten Mal wahrhaftig nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich glaube, hier musst du so ein bisschen agieren wie bei Futsal. Darfst dich hier nicht so viel aufs Tricksen konzentrieren. Versuchst einfach nur Tore zu schießen und genau das werde ich jetzt auch machen. Schöne Tricks hin oder her. Hey, sowas ist doch auch ein Foul, oder? Wenn er dem mit deinen Ellbogen reinhaut, oder? Na, ich weiß ja nicht. So, jetzt aber. Schramm, komm mit. Oh, und er macht ihn Gott sei Dank rein. Na also, geht doch. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, schade, lässt er mich stehen. Aber wenn ich jetzt natürlich an den Ball kommen würde, dann legt sich schon viel zu weit vor. Okay, und ruhig, und ruhig. So, Phoenix kriegt heute auch mal wieder einen kleinen Auftritt. Der geht eigentlich ganz gut ab. Boah, schade. Hätte er den jetzt natürlich noch Volley reingemacht, dann wäre das da ein absolutes Highlight gewesen. So, jetzt pass auf. Jetzt meint das mal ein bisschen weiter vorne vom Gegner. Sehr gut. Jetzt suche ich hier irgendjemand, der noch mitgeht. Und jetzt einfach rein. Komm, ja. Geil, den macht er sogar rein. Schramm heute jetzt hier. Gegen Stars United in Topform. Gefällt mir. Und direkt wieder in den Lauf. Schramm eigentlich jetzt wieder vollkommen frei. Aber da hat er jetzt gerade ein bisschen Probleme gehabt. Und. Oh. Kreuzlatte, aber sowas von.
hammerhart. Aber der schießt halt gut. Und jetzt zu Kaiser in den Lauf. Natürlich viel zu schwach. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass er in der Halle kann er solche leichten Sachen nicht machen. Und jetzt trickst man aus und dann schiebt man einfach nur noch rein. Wunderbar. Scheiß auf Stilpunkte. So soll es eigentlich aussehen. Keine Ahnung, was da jetzt los war, warum ich gegen Inter so schlecht spielen musste. Naja. Das war die Eingewöhnungszeit. Oh, schöne Parade. Und jetzt in den Lauf hier von Big. Und am besten noch... Oh, schade. Big hat Schromm da sehr gut gesehen. Der Gedanke war Weltklasse. Nur an der Umsetzung hat es gescheitert. Oh, verdammt. Und jetzt... Fuck. Der Traufholz. Da muss er doch nur reinschieben ins leere Tor. Krasser Scheiß, ey. Gut, der lässt Schromm jetzt stehen, aber was will er machen da? Das kann nichts werden, komm. Okay. Nee, also der spielt hier sehr lange mit sich selber. Aber letztendlich können wir natürlich einen endgeilen Konter machen. In den Lauf von Phoenix. Traumhaft! War das ein geiler Konter, was, oder? Quer übers Spielfeld, in der Mitte gesehen, hoch rein und schönes Kopfballtor von Phoenix. Geil, gefällt mir verdammt gut dieses Spiel hier gerade. Das Team ist hier gerade richtig gut eingespielt. Geht auch schon besser, da versteht man natürlich die 2-1-Niederlage gegen Inter nicht so ganz. Na egal, solange man so weiterspielt, kann man sich auch eine Niederlage erlauben. Da kommt man natürlich dann trotzdem weiter. Hier fehlt es mir jetzt wieder an Geschwindigkeit. Ich komme aber trotzdem an den Ball. Und jetzt einfach mal draufhauen. Leider hat er da hier wieder sehr gut gehalten. Okay, und jetzt müsste Big den Ball einfach nur abnehmen. Zu Wolf und sieht Kaiser, aber der Ball kommt leider nicht durch. Und jetzt steht hier leider keiner, der ihn jetzt hätte irgendwie Volley nehmen können oder so. Schießt noch gegen Schromms Beine. Der freut sich. Geil, jemand schießt den Ball gegen meine Hacke. Super. Und Phoenix sogar bisher bester Mann von den Stilpunkten her. Okay, oh, Wolf schön ausgetanzt. Und direkt in die Mitte rein. Schade, da hätte ich... Ja, die war von der Situation her schon nicht gut. Aber egal. Oh, das gibt schon. Und jetzt zu Schromm. Der sieht natürlich auf der anderen Seite Big. Und dass er den nicht reinmacht, ist enttäuschend. Pfosten! Eieiei. Und Schromm setzt nach. Nein, verliert gegen Polo dann doch noch den Ball. Komm, lasst euch da jetzt nicht so austricksen. Und wieder schön weitergeleitet mit dem Kopf. Und da sieht natürlich ein Big. Und der schießt schon wieder gegen den Pfosten. Ja, ist das mal zu fassen? Jetzt nach hinten und draufholzen. Weiter steht Schromm. Nein. Nicht schießen. Oh, doch, doch. Schromm an nicht köpfen, passen. Er hätte sich schon jetzt den Ball selber machen können. Phoenix, ja Wahnsinn, was wir hier für Chancen haben. Okay, nochmal ruhig. Und jetzt, weiß ich auch nicht. Okay, der Ball ist wieder da. Oh, und da kommt Phoenix leider nicht mehr dran. Dann holen wir uns den Ball. Ja gut, das war jetzt ein bisschen zu hart. Ach so, es gibt gar keine begrenzten Fouls. Jetzt sehe ich es erst. Also man kann hier so oft fallen, wie man will scheinbar. Nett. So, Schromm tanzt jetzt ein bisschen. Kann der den Ball auch schon jetzt hier? Ja, und schön. Wahnsinn. Ach, schade, dass wir jetzt da den Ball verloren haben. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Das wird wohl der Anschlusstreffer. Nein, wird der nie... Anschlusstreffer, Ehrentreffer, könnte man eigentlich sagen. Und Schromm, also das ist sein Spiel hier heute. Da dachte ich jetzt eigentlich, gehen wir mit Kaiser zum Ball. Ah! Ach, schade, das wäre ganz gut für Big gewesen. Aber naja. So, jetzt hat... Na, Muschi, passt auf, dass da nichts mehr reinkommt. Aber es ist ein Foul. Jo, auf der 7-Meter-Linie scheinbar. Nicht 7-Meter-Linie. Okay, komm, Kaiser. Der hat da Platz. Ja, da muss man doch einfach mal ein Konter ausnutzen. Quer über die Halle gerannt. Ja, der Wahnsinn. Und dann noch auch schön getunnelt. Gefällt mir. Kann man mal so sagen.
Okay, und direkt wieder Schromm. Oh, verliert den Ball aber doch noch. Egal, wir holen uns den wieder. Da machen wir keine Mätzchen. Ein Tor geht schon noch. 6-0 wäre schon ein dickes Ding jetzt. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ja, den Ball kriegen wir schon noch. Schön. Jetzt direkt und Pfosten. Abstaubertor von Kaiser. Kann man stehen lassen. Wahnsinn. Also Schromm und Phoenix heute, die waren jetzt länger auf der Bank. Mit unglaublich guter Leistung heute eigentlich. Also ich möchte fast sagen, dass ich denen im nächsten Spiel auch nochmal eine Chance gebe. Hier. Wunder. Okay, du hättest nicht schießen sollen, sondern eigentlich passen. Aber gut. Die nehme ich heute nichts mehr übel. Das war schon Weltklasse so. Und oh, schade, dass das nochmal als Foul galt. Das wäre nochmal schön gewesen, so eine Einzelvorstellung von Phoenix. Aber man will sich ja nicht beschweren. Du Trottel hättest da schießen sollen. Aber egal, ein souveränes 6:0 wie geplant. Phoenix und Schromm, wie gesagt, klar die Besten heute. War unerwartet, aber gefällt mir eigentlich recht gut. Wirklich, muss ich jetzt einfach mal so sagen, die beiden möchte ich im nächsten Spiel direkt auch noch drin lassen. Gegen Kings ein wichtiges Spiel, denn Kings und Inter haben beide 6 Punkte. Das heißt, ich muss gegen Kings gewinnen, also das muss ich sowieso. Aber auch, ach komm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich ziehe ich die ab. Wie ich sie abziehe, sehen wir in der nächsten Folge. Bam!